Wenn die Suche im Außen ein Ende hat, oder auch wenn du damit beginnst, dich nicht mehr auf das Außen zu fokussieren, weil du dir von dem Außen etwas erhoffst, erwartest, was dich zufriedenstellt, was dich am Ende nicht zufriedenstellt, weil du immer weiter auf der Suche nach etwas bist, was deinem Mangel in deinem Inneren geschuldet ist. Ich habe einmal gesagt, wenn die Suche im Außen ein Ende hat, beginnt das Sehen. Dein Sehen beginnt in dem Moment, in dem du den Fokus auf dich selber legst und nicht mehr auf die Befriedigung im Außen. Das, was du dir im Außen oftmals erwünscht, erwartest, erhoffst, die Aufmerksamkeit, die Nähe, die Liebe von außen durch einen Menschen, durch diesen einen Menschen, der dir das gibt, was du sehr wahrscheinlich von Kindheit an nicht hattest. Mir kam gerade noch einmal der Gedanke aufgrund deiner Erinnerung, wie dankbar ich eigentlich letztlich den beiden Männern bin, die mich auf ihre eigene Art ignoriert und abgelehnt haben. Weil dieses Gefühl, was ich bei beiden hatte, anders. Jedes Gefühl war individuell. Hat mich am Ende zu mir selbst geführt. Also ich bin immer noch dabei. Aber ich habe irgendwann aufgehört, auf das Außen zu blicken. Auf das, was mir ein Mann geben kann, weil er mir geben soll. Was der Sehnsucht geschuldet ist, dessen, was ich nie hatte. Das haben mir diese beiden letztlich gespiegelt. Fokus auf dich selber. Guck nach deinen eigenen Mängeln im Inneren. Was hat dich zu dieser Mängel geführt? Was waren die Gründe? Lasse all das los, was du nie hattest. Vergebe all das, was dich in diesen Mangel am Ende geführt hat. Sprich die Aufmerksamkeit, die du nicht bekommen hast, von deinen Eltern, von deinen Ex-Partnern. Vergebe das, was man dir gegeben hat. Was man dir angetan hat, in dem Wissen, dass alles am Ende einen Grund hatte, dass jeder Mensch eine Geschichte hat, eine Prägung, die ihn letztlich dazu geführt hat. Oder auch, es hat Gründe, warum ein Mensch so ist, wie er ist. Und nicht immer weiß man um die Gründe. Manchmal sind die Gründe sogar so unvorstellbar. Aber es hat Gründe, warum ein Mensch so ist, wie er ist. Das hat mir es erleichtert, zu vergeben. Noch immer. Dein Blick nach innen. Löse auf. Lass los. Was man dir tat, gib dir selbst die Zeit. Nach und nach wird sich dein Sichtfeld erweitern. Und du wirst plötzlich erkennen, es werden Erkenntnisse kommen, die dir zeigen, warum dein Leben so war, wie es war, warum der Mensch so war, wie er war. Die Sehnsucht, die eigentliche Sehnsucht, die Sehnsucht nach dir selbst und nach dem Ort deiner Seele, wo die Seele wieder hin will.